Herzlich willkommen, 34. Spieltag Oberliga Baden-Württemberg, Karlsruher SC gegen SSV Reutlingen 4:1. 171 Zuschauer haben die Partie verfolgt. Wie immer, das Statement gehört dem Gästetrainer, der auch heute gehört hat, auch mal wieder auf, seit langem mal wieder auf der Ersatzbank. Andreas, redet dein Statement. Ja, Gott sei Dank noch auf dem Spielberichtsboden. Erstmal hallo zusammen, die wir noch nicht persönlich begrüßen konnten. Das waren da jetzt noch nicht so viele. Ja, Gratulation an KSC zu einem verdienten Sieg. Wir hatten natürlich uns einiges vorgenommen. Natürlich war die personelle Situation bei uns nicht toll, aber es war beim KSC, glaube ich, ähnlich. Wir wollten hierher kommen und kompakt stehen gegen eine erwartet spielstarke Mannschaft, um dann unsere Konter setzen zu können. Das ist uns leider nicht gelungen in der ersten Halbzeit. KSC hat einen sehr guten Spielaufbau gehabt, sehr passsicher, mit wenig Fehlern. Und hat das wirklich dann auch gut konsequent bis zum Ende durchgespielt und ist auch in meinen Augen völlig zu Recht auch in der Höhe in Führung gegangen. Meine Mannschaft war einfach da zu passiv, ist nicht gut genug in die Zweikämpfe gekommen, um da wirklich gegenhalten zu können. Und deswegen konnten wir zwar ein, zwei Konter fahren, aber die dann auch letztendlich nicht konsequent zu Ende spielen. Ja, dann sind wir in die Halbzeit und habe ich die Jungs schon nochmal zur Brust genommen, weil ich der Meinung bin, wir wollten uns hier schon ordentlich zu wir wollten uns ordentlich verabschieden und haben dann auch zwei Änderungen umgestellt, sind dann ja ein bisschen besser rausgekommen aus der Halbzeit, standen dann besser. Gute KSC hat auch ein bisschen Gas rausgenommen, dementsprechend ist das Spiel dann so ein bisschen dahin geblättert, haben dann noch das Ehrentor gemacht, von dem her war das in Ordnung und ja, mehr als Gratulation bleibt mir nicht übrig, danke. Vielen Dank, Andreas Rill. Stefan Sartori, dein Statement beim letzten Oberliga-Heimspiel. Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Die nehmen wir im letzten Spiel gerne entgegen. Auch zu Recht gerne entgegen, weil wir einfach heute das gut umgesetzt haben, was wir wollten. Wir haben lange gute Ballpassagen drin gehabt, trotzdem teilweise auch das Tempo sehr, sehr gut forciert. Sind dann dementsprechend auch völlig zu Recht mit 13-0 in Führung gegangen bis zur Halbzeit. Und es war einfach, ja, wie ich finde, richtig gut. Von Beginn an einen guten Spielaufbau gehabt, ruhig gespielt, gute Ballpassagen drin gehabt, gute Passqualität und Passschärfe in unserem Passspiel, in unserem eigenen Ballbesitzspiel drin gehabt. Und trotzdem waren wir auch sehr aggressiv gegen den Ball. Das haben wir insgesamt so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dementsprechend sind wir heute sehr, sehr zufrieden, dass wir uns ordentlich verabschieden konnten aus einer nicht ganz so einfachen Saison. Die Vorrunde war insgesamt, wie ich finde, richtig, richtig gut. In der Rückrunde hatten wir einige Probleme, mit denen wir uns länger beschäftigen mussten. Und das hat man dann hier und da dann im Spiel auch gemerkt, in den Spielen gemerkt, die nicht so gut waren, auch vom Ergebnis her nicht so gut. Obwohl wir teilweise ganz ordentlichen Fußball gespielt haben, haben wir mal eine Zeit lang ein Ergebnisproblem. Und heute jetzt haben wir uns dafür belohnt, wie auch im vergangenen Heimspiel schon gegen Freiburger FC. Und heute jetzt nochmal mit einem sehr, sehr guten Spiel. Und darauf wollen wir weiterhin aufbauen, im Hinblick auf die nächste Saison schon. Und sind froh, dass wir uns ordentlich verabschieden konnten. Und ja, gehen jetzt in den wohlverdienten Urlaub und freuen uns dann auf die kommende Saison. Wir wollen da nochmal ein bisschen was reisen nächste Runde und sind auch ein bisschen der Bringschuld, wie ich finde. Und da werden wir alles dran setzen. Das war nächste Runde. Es schaffen, über die gesamte Distanz der Saison möglichst konstant zu spielen. Verabschieden möchte ich mich natürlich auch an der Stelle von unseren Spielern, die den Verein verlassen. Ich finde, insbesondere Kevin Laschuk und Andrea Wallika haben 100% Leistung gebracht und sind heute auch nochmal mit ihren Toren belohnt worden. Das haben sie einwandfrei gemacht und ich wünsche ihnen auf ihrem weiteren Werdegang da alles Gute und auch die Spieler, die uns verlassen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, denen ebenso und bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben in dem Jahr, ganzen Staff, die, glaube ich, eine richtig gute Saison gespielt haben. Wir sind erst am Anfang und sind, glaube ich, richtig gut zusammengewachsen. Da können wir nächstes Jahr, glaube ich, einiges reisen und da freuen wir uns drauf. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Sartori. Gibt es Fragen der anwesenden Journalisten? Das ist nicht der Fall. Dann sage ich auch einen herzlichen Dank natürlich bei uns hier, bei der Dame, wo natürlich immer die Presse betreut, bei unserem Hausmeister natürlich einen ganz herzlichen Dank, natürlich immer bei der anwesenden Journalie da ist und natürlich unserem Ordnungsdienst, unserem Schiedsrichterbetreuer natürlich, unseren Leuten, wo uns tatkräftig unterstützt haben im Laufe der Saison.
Auch alles Gute und natürlich unserem Gast, der hier gehört habe, jetzt ein absolutes Highlight hat mit der DFB-Pokalauslosung live im Fernsehen bei sich im Clubhaus. Und daher auch alles Gute für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde, natürlich ein schönes Los. Alles Gute, schöne Sommerpause und tschüss, auf Wiedersehen.